Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde, auf meinem Kanal. Ich begrüße euch recht herzlich zu meinem ersten Unboxing-Video. Ja, wie ihr es vor mir links seht, ist das die PlayStation Mini Classic. Ist heute mit der Post gekommen und ich werde mich mal da in so einem kleinen Unboxing versuchen. Das ist so die erste PlayStation, die erste Konsole gewesen, wo es bei mir mit dem Zocken dann so richtig losgegangen ist, auch mit Freunden, nach dem Nintendo und Super Nintendo. Weil die, was mir kennen, wissen ja schon, dass ich ein bisschen eine ältere Generation bin. Wir schauen uns mal das an. Also laut Verpackung müsste dann die Konsole drin sein, zwei Controller und Kabel. Und hier haben wir dann Spiele. Die einen oder anderen Spiele, die kenne ich ja, die anderen kenne ich nicht, aber es ist ja so, der Markt für PlayStation ist ja eigentlich groß. Manche Spiele sind sicher in Amerika oder in Asien rausgekommen, was bei uns nicht rausgekommen sind, oder ich habe es damals übersehen. Schaut eigentlich alles relativ gut aus, von außen. Dadurch, dass ich kein Stativ habe und mit einer Hand auspacken und filmen scheiße ist, werde ich jetzt einmal auf Pause drücken, das ganze Ding auspacken und dann sehen wir uns gleich wieder. So, meine Sportsfreunde, ich habe es jetzt einmal auspackt und das war wirklich, also mit einer Hand auspacken wäre das wirklich nicht gegangen. Ich muss mal so ein Stativ schauen, falls ich öfter so ein Unboxing mache. Ihr seht, links von mir ist die Verpackung, dann gibt es da nur mal so eine Umverpackung, sage ich jetzt mal dazu, mit dem schönen PlayStation-Logo, dass der PlayStation nichts passiert. Und das ist jetzt die Mini und ich versuche jetzt da mal das so zu präsentieren. Also mit einem schönen Rahmen. Also mir gefällt das ziemlich gut. Schaut dann so aus. Man sieht dann die PlayStation Mini drin. Beschreibung ist auch dabei. Das ist die PlayStation. Ist halt wie damals, halt nur halt in klein. Hinten mit HDMI-Anschluss. Mit HDMI-Anschluss und den Stecker, wie die eben wer vorhin hat, die PlayStation, die Nintendo Mini und den Super Nintendo Mini hat. Und jetzt müssen wir mal schauen. Hier sieht man dann das gute Stück. Ein bisschen miteinander friemeln, dann geht das auch. Packt man aus. Wir haben hier einmal das schöne HDMI-Kabel dabei. Nehmen wir so auf die Seitennummer. Haben wir jetzt mal ein bisschen weg auf die Seiten. Müssen wir auch auf die Seiten. Dann haben wir die zwei schönen, müssen sogar Originalgröße sein. Ich glaube ja, Originalgröße, wie es damals bei der PlayStation war. Mit USB-Anschluss. Vielleicht könnte man das für den Computer dann bei gewissen Spielen auch nutzen, ich weiß es nicht. Dann haben wir, das ist cool. Seht ihr das? Es ist das Ladekabel dabei. Also die Stromanschlusskabel für die PlayStation ist dabei. Das ist cool, das hat es nämlich bei den Super Nintendo Mini und beim normalen NES Mini nicht gegeben dazu. Das finde ich cool. Der zweite Controller, auch cool, dann ist da oben. Und halt dann hier die Beschreibung. Ich werde jetzt das nur ein bisschen einpacken lassen, weil ich werde mir das, glaube ich, unter den Christbaum legen in 24 Tagen, damit dass ich mich selber ein bisschen beschenken kann. Aber vielleicht packt mir auch die Spielsucht, wenn mein Bruder vorbeikommt und wir schmeißen das Ding nur vor Weihnachten und dann schenken wir es halt in 6 Tagen zu Nikolaus. Aber ich hoffe, euch hat das Unboxing soweit ein wenig gefallen. Ich stöße euch nochmal alles ein bisschen auf. Dann seht ihr es, die PlayStation, das HDMI-Kabel, die Beschreibung, plus den Ladekabel und die zwei Controller. Dann mal ein bisschen sauber her. Das ist so der Umfang dabei. Spiele kann ich leider nicht sagen, was oben sind, weil ich ja so ein kurzes Aufnahmeprogramm habe, noch nicht habe. Aber ich glaube, dass da der eine oder andere YouTuber draußen ist, der was sicher schon vor mir ein Unboxing gemacht hat und ich die Spiele präsentieren kann.
Ich hoffe, ich habe trotzdem ein bisschen Freude gehabt mit diesem Unboxing. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar, was ist davon heute. Ich bin die Generation, ich bin von Nintendo, Super Nintendo, gleich auf die PlayStation gewechselt. Bin heute noch auf der PlayStation aktiv, wie man es bei meinen Let's Plays sieht. Bin immer nur PlayStation-Fan eigentlich. Schreibt es mir mal in die Kommentare, mit welchen Konsolen das ist, so angefangen habe zu spielen. Würde mich interessieren. Und dann sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Bleibt mir gewogen und vor allem, meine Sportsfreunde, bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.